über das wir gestern Abend schon berichteten, begann in der 15. Minute für die Nürnberger durch Dieter Trunk. Fünf Minuten später dann der Ausgleich für Braunschweig durch Stutzitzbach. In der 35. Minute wieder die Nürnberger. Nach einem herrlichen Solo erzielt Burgsmüller das 2:1. Nach der Halbzeitpause in der 59. Minute waren die Braunschweiger wieder an der Reihe. Nach Pass von Stutitzpa gelingt Trippacher das 2:2. Nur vier Minuten später dann wieder die Nürnberger. Trunk, Heidenreich, das 3:2 für den Klub. Und in der 82. Minute dann die endgültige Entscheidung. Eckstoß Heidenreich und Weirich per Kopf erzielt das 4:2.